Wir sind wieder bei den Grünsternen hier in Super Mario 64, The Green Stars. Ja, unser Sternzuwachs, der ist ja gerade schon sehr hart am Sinken, ne? Wir kriegen nicht mehr so viele Sterne wie einst, aber dafür ist es jetzt auch alles so ein bisschen blinder. Des Weiteren haben wir jetzt die Metal Cap gefunden und gibt, ich wollte einen Satz irgendwie ganz komisch anfangen. Nee. Hier oben ist bestimmt ein Stern. Es gibt drei Sterne in diesem Schalterpalast. Mit anderen Worten, es gibt bestimmt auch drei in... Wie soll ich da hochkommen, ohne die Scheiße verwenden zu müssen? Oh Gott, das ist frustrierend. Bitte, lass das nicht so frustrierend sein, wie ich es mir gerade vorstelle. Ja, aber ich fange auch direkt hier unten an, ne? Das ist... Ah, fast! Das war fast. Fast das, was ich wollte. Ich glaube, man muss so ein bisschen von links nach rechts wechseln. Also hier erstmal so und dann... Wieder gegen den... Ah, nee. Komm, das schaffst du, Mario. Komm hoch. Ah. Schade, dass er keinen Wandsprung danach machen kann. Okay. Das wird höchstwahrscheinlich der schlimmste Stern bisher. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich habe so null Bock darauf. Das sind immer die besten Ideen für Sterne. Okay, jetzt muss ich halt nur noch wissen, wo der Stern ist. Da. Nur noch sehen. So, ist das jetzt auch einer... Also ein Stern, der mich aus dem Level wirft. Ja, okay. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen? Doch, ist notwendig gewesen. Wenn man es anders machen wollen würde, dann müsste man jetzt ASM hacken und, ich glaube, das kann Kampel in dem Fall nicht. So, auch mal den Namen gesagt vom Hacker. Ja, das ist wichtig. So. Also das konnte er damals auf jeden Fall nicht. Weiß er jetzt nicht, wie es heutzutage aussieht. Ich meine, das sind ja im Grunde nur die Sterne, die jetzt Toad oder Mips oder der 100-Münzstern spawnen lässt. Ne? Also ist jetzt kein großer Unterschied zwischen den anderen. So, Wingcap. Da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal hin. Aber wo sollen denn noch zwei Sterne in der Wingcap versteckt sein? Ich meine, einen kann ich mir vorstellen. Irgendwo bei diesem Turm, der da einfach in der Luft rumschwebt. Das kann ich mir vorstellen. Aber noch einer? Bitte, wo denn? Irgendwie von unten irgendwo hoch, ne? Aber wenigstens wird uns das angezeigt, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Im Vulkan. Das wäre jetzt meine nächste Idee. Das ist dumm gewesen. Ich will mit Speed ankommen. Wo ist der Schalter? Der kommt gleich. Jetzt. Der kommt genau nach 300 Frames. So. Ah, da ist sogar noch ein Schalter, noch so eine Kappe. Fragt sich halt jetzt nur noch, wo die Vanish Cap ist, ne? Das dürfte klappen. Wow. Okay. Was jetzt? Oder besser gesagt, wohin jetzt? Ach da, okay. Ja, also der war wieder einfacher. You got the secret star! Sollen wir nochmal in die... Ja komm, wir gehen nochmal dahin. Wir gehen nochmal zur Wingcap. Bestimmt wurde das schon irgendwie einmal in den Kommentaren angesprochen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da so den Tipp bekommen habe. Ey, da sind noch mehr Sterne in der Wingcap. Und ich habe es ignoriert, weil ich jetzt schon den vierten Part in Folge aufnehme. Was jetzt nicht unbedingt so extrem ist, ne? Ich meine, wenn man mal so bedenkt, wie selten ich eigentlich aufnehme. Chuck, ja, hau ab. Niemand mag deine Anwesenheit. Nein, nicht derselbe Fehler nochmal. Also wir müssen erstmal nach oben, da bin ich mir sicher.
Ohne Höhe geht hier gar nichts. So. Irgendwas vielleicht von diesem Turm hier aus? Von hier aus vielleicht? Ah, okay. Auf dem Turm und vielleicht noch hinter dem Turm irgendwie so ein versteckter Eingang. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber, nee, es gibt nur zwei. Okay, das ist gut. So, und hier gibt es drei? Aber es ist interessant, wie der das angestellt hat, ne? Also, dass das wirklich funktioniert, diese Veranschaulichung. Das ist aber nicht die gesamte Oberwelt. Das ist wirklich nur dieser Teil. So, dann wissen wir hier noch, wo ein paar Sterne existieren. Nee, im Video ist das nicht zu sehen, was? Also ich habe ja hier nebenher noch Dingens auf. Wie heißt das? OBS. Wo ich dann quasi das Video noch sehe, aber es ist wirklich so. Also ich sehe diese Grafikfehler nicht in OBS. Das ist sehr interessant. Aber ich habe keinen Bock, jetzt nochmal alles zu holen hier. Diese ganzen 100 Münzen. So viele. So, ja, komm. Machen wir den erstmal kaputt, dann kommen wir hier leichter hoch. Ja. So geht es. Ja, können wir auch mit dem hier machen. Ich glaube, das Gemeinste sind halt wirklich die Schrägen bei den Röhren. Aber das Level ist auch schon fast geschafft, ne? Collect the red coins. Schon wieder. Ich hole mir erst den Panzer. Ich mache alles wieder kreuz und quer. Das muss so sein. Wow. Skill. Man nennt es Bully catchen. Man catcht den Bully, indem man versucht, auf ihn loszuspringen und ihn zu attackieren und in die Leber rauszureißen. Ja, so muss man das machen. So funktioniert das. Bully catchen. Stimmt, hier gibt es ja auch noch einen. Was ist hier? Hier war ich noch gar nicht. Oh, hier gibt es den ganzen. Hier gibt es den ganzen anderen Shit. Alter. Hier gibt's sogar die blauen Münzen. Ja, folgt er mich. Ihr könnt mich einfach mal kreuzweise. Ja, das könnt ihr. Hey. Soll ich doch die. Jetzt mache ich doch die Münzen, oder? Ich habe ja nichts verloren. Ich habe jetzt nur was gewonnen. Ich habe nur Wissen gewonnen. Wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, können wir. Wir haben ja nicht so viel zu verlieren, ja komm. Da hoch. Wir können zwar tief fallen, aber falls wir tief fallen, ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil da unten noch rote Münzen sind. So eine Verarsche. Ja, man muss ja erstmal in der Renderdistanz sein von dem Teil. Das ist halt das Gemeine. Kann der Fly Guy irgendwie mal kommen, oder? Na komm, wir springen selbst runter. Fly Guy, komm her. Du hast wertvolle Münzen für uns, die wir gerne hätten. So, ich gehe mal davon aus, dass da drüben in dem Raum überhaupt keine rote Münze war. Weil ich sonst... Ich bin einfach allgemein zu faul, das ist das Ding. Hier ist der 100 Münzen, der rote Münzstern. Beachtet man ja auch eher so unterschwellig. Spricht man jetzt nicht nochmal an. So, hier sind noch welche. Guck mal, haben wir schon fast die Hälfte. Wir wissen ganz genau, wo der 100-Münzstern, also wo es die blauen Münzen gibt. Wenn die jetzt ganz gemein versteckt sind, ne? Also so ganz gemein platziert sind. Dann habe ich jeglichen Grund, um auszurasten. Und dann ist auch wieder dieser
Versuch umsonst. Nein. Ja, damit kann ich leben. Mit solchen Kleinigkeiten. Ja. Komm. Nummer 6. Ah, ich hab dich nicht gern. Geh mal runter. Leute, die ich nicht leiden kann. Bullies. Oh. Ich verstehe schon. Ah, wir haben alle. Wie viele haben wir? 87. Das ist eine stolze Anzahl. Da unten höre ich einen Chakia. Den können wir uns mitnehmen. Den snacken wir einfach mal. Oder er snackt uns. Ich versuche immer, mich vom Chakia so frei zu tippen. Es geht ja. Ah, fuck it. Fuck it oder chuck it. Ah, da sind die letzten. Sogar passend. Okay, das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Letzte rote Münze. Die könnte jetzt natürlich bei den hier bei den Conveyors sein. Oder sie ist da hinten auf der Röhre. Ja, die ist auf der Röhre. Ah, das ist die vorletzte. Scheiße. Okay, mal überlegen. Mal ganz kräftig überlegen. Ich guck nochmal hier nach. Ich guck einfach. Ich luke einfach mal kurz hier in den Raum rein. Nee. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so danach aus. Nee. Fuck, eine rote Münze. So eine Kacke. Wo kann die letzte sein? Vielleicht doch da, wo ich... Ah, komm, der wollte wieder zu seinem Haus zurück. Hier oben haben wir nochmal eine bessere Übersicht. Vielleicht noch irgendwie in den Kisten? Also in dem Raum mit den Kisten oder doch hier? Und ich bin die ganze Zeit was am Übersehen? Nö. Schade. Hat jetzt auch nicht die Möglichkeit, sich hier so umzuschauen. Das ist jetzt die erste rote Münzen-Mission, die wirklich schwierig ist, weil man nicht weiß, wo die rote Münze ist. Ah. Aha. Nein. Oh, doch, okay. Ich dachte schon, ich habe nur das Gelbe von den Münzen gesehen und dachte, das wäre der Stern. Das ist cool. Das ist verdammt cool. Das ist jetzt aber in dem Raum mit den Conveyors, oder? Nee, das ist der Startraum. Oh. Episch. Das ist cool. Nee, das ist wirklich cool. Das ist ein nettes Design. Aber ausgerechnet eine Kiste, ne? Ich habe auch direkt die erste erwischt. Sehr interessant. So. Da fehlt noch was. Zwei Panzer. Zwei Panzermissionen fehlen noch. Wobei ich mir bei einer sicher bin, dass die vielleicht nicht ganz so leicht sein wird. Wenn wir dann irgendwie ganz komisch fahren müssen. Ach komm, nee, die Münze, die gönnst du mir jetzt aber. Die musst du mir wieder bezahlen. Das dreckige Hemd bezahlst du mir. Einmal hier rüber. Ja, also man merkt schon, gut, es setzt jetzt wieder so ein bisschen an, von der Schwierigkeit her. Es gibt zwar immer noch recht frühe Powersterne, also so Grünsterne, die man sehr schnell findet, weil sie einfach direkt am Anfang oder so versteckt sind, zum Beispiel der hier, ne? Aber so insgesamt
Komm, Kamera. Boah. Kamera. So, gönnen wir uns mal. Jetzt ganz vorsichtig, nicht zu schnell. Wir haben unendlich viel Zeit. Oh. Das war's schon, okay. Ja. So viel zum Thema unendlich viel Zeit. So, dann fehlt hier noch das letzte Ding. Dann haben wir schon ein Drittel des Spiels geschafft, würde ich so behaupten. Ja, die Kameraposition ist auch immer anders. Am Anfang. Einmal hier hoch, bitte. Und wir holen uns nochmal einen Panzer, würde ich sagen, oder? Also ich bin mir sicher, man kann da das auch anders machen, mit ein paar Wandsprüngen oder so. Aber das sieht für mich ehrlich gesagt nicht so aus, als würde man... Als wäre es notwendig, sich dieses... dass man es wirklich so krampfhaft machen muss. Ich glaube nicht. Aber zweimal jetzt den Panzer holen, klingt doch eher läppisch, ne? So, die Cam. Und nächstes Mal mit Facecam. Ich frage mich auch, wie viele Parts jetzt dieses Let's Play haben wird. So, wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht sogar sofort rüberspringen. Wir bauen ein bisschen Speed ab. Und zwar 12 Stunden lang. Ah. Probieren wir es doch auf die alte Tour. Weil hoch kommen wir so definitiv. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es möglich gewesen über die... Nee, nee, sieht nicht so aus. Ganz ehrlich. Mit dem Panzer hier hoch. Wir versuchen es mit Wandsprüngen, so wie ich es anfangs gesagt... Also wie ich es getippt habe, wie man es machen könnte. Wenn man Glück hat, dann könnte man natürlich jetzt noch diese... Man verliert ja nicht sofort Leben. Scheiße. Man sollte nur richtig treffen können. Man verliert ja nicht sofort Leben, ne? Die werden ja auch eher abgezogen. Und wenn ich Glück habe, dann schaffe ich das noch mit dem zweiten Treffer irgendwie so durchzukommen. Ich weiß nicht, also das... Auf jeden Fall erstmal von der Seite. So gerade drauf zu. Ich schaffe das aber nicht mal da rein. Deswegen sind hier so viele Münzen. Ah, geht doch. Ja, also das habe ich mir so gedacht, wie man es machen soll. Bevor man tot ist, noch den Stern einsammeln. Jo. Das war Kurs 5. Dann könnten wir jetzt zum Bowser-Kurs, oder? Ich glaube schon. Der ist nämlich direkt hier. Und dieser Kurs heißt... Fearful Fortress. Okay. Ich würde sagen, wir machen direkt die roten Münzen. Ich meine, ich kenne das Level ja schon. Das Bowser-Level, das habe ich mir schon angetan. Ich weiß dementsprechend schon, wo die roten Münzen sind. Nur Skill kann ich halt jetzt hier an der Stelle wirklich keinem versprechen. So. Hier soll man sich eigentlich festhalten. Also unten an den Ranken, aber ja, wen kümmert's, ne? Wie viele Münzen gibt's hier? Drei. Drei Sterne meine ich natürlich. Nee, weil es gibt... Ich habe mich jetzt hier gerade an dieses Bild erinnert. Und ich habe echt beim besten Willen keine Ahnung, wo das sein soll oder was das andeuten soll. Das ist rutschig, da muss man ein bisschen aufpassen. Dann gehen wir hier hoch. Ah, jetzt kommt die fieseste Stelle. Kann man da was finden? Nee. Okay, wir müssen es jetzt einfach mal versuchen. Ah, ich glaube, das ist nicht so fies wie alle anderen Stellen. Nein, was macht er da? Warum ist er gestorben? Warum hat er keinen Backflip gemacht? Ich wieder ausrasten, ey. Ja, ansonsten... Also Bowser werden wir heute nicht besiegen, das kann ich schon mal sagen. Das schiebe ich dann auf die nächste Session. In 1,5 Stunden dann so... Wie viele Sterne? 40 geholt, ja. Kann man mal machen, 1,5 Stunden. Einfach mal ein Speedrun.
Wahrscheinlich dann noch schneller als das Original durchspielen, ne? Jojo. Why not? Es ist Kuss. Das ist Part 4, ne? Rote Münzen. Der zeigt mir ja nicht die roten Münzen an. Das ist das Dumme. Man muss wirklich eine rote Münze sammeln, um das sehen zu können. So. Backflip. Genau das wollte ich nämlich vorhin machen. Hatte nur zu wenig Zeit und war ein bisschen aufgeregt, ne? Klar. Jetzt gibt es eigentlich wenig Stellen, die wirklich problematisch sein sollten. Außer die hier. Also die könnte jetzt doch ein bisschen hitzig werden. Oder die hier. Okay, es kommen noch ein paar Stellen. Verschwinde. Scheißteil. Meine Güte, also das war wirklich dumm. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ich verschiebe das alles auf die nächste Session. Wir sehen uns dann, ne? 40 Sterne reichen komplett aus. LSD, LSD, okay. Nee, bis dahin, tschüss und bye bye.